Es soll schon etwas heißen, wenn die Deutschen 25 Jahre nach der Wende wieder auf die Straße gehen. Nicht nur in Großstädten wie München oder Dresden, auch in kleineren Kommunen sind es die steigenden Asylbewerberzahlen, die auf Protest stoßen. Zu Recht, denn nur die wenigsten, die herkommen, sind tatsächlich politisch verfolgt. Der ungebremste Zustrom von offenkundigen Wirtschaftsflüchtlingen und Scheinasylanten in unsere Sozialsysteme führt nicht nur wie hier in Berlin-Köpenick, wo extra ein Containerdorf errichtet wurde, zu Unmut und Konflikten. Viele Kommunen sind nicht mehr in der Lage, die steigenden Kosten für Unterbringung und Umsorgung der Asylanten zu stemmen. Mit der Folge, dass Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Tafeln nicht mehr finanziert werden können. Hinzu kommen Auseinandersetzungen zwischen den Asylbewerbern. In manchen Regionen musste die Polizei im letzten Jahr mehr als 100 Mal ausrücken. Und immer mehr Deutsche sind von der nachweisbar steigenden Kriminalität im Umfeld von Asylbewerberunterkünften betroffen. Als einzige politische Kraft in Deutschland spricht die NPD diese Dinge klar und deutlich an. Nur die NPD fordert eine grundlegende Reform der deutschen Asylgesetzgebung, die einem klaren Grundsatz folgt. Vorübergehendes Asyl für tatsächlich politisch Verfolgte und Bürgerkriegsflüchtlinge, ja, aber dem massenhaften Missbrauch muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Mit ihrer Kampagne Asylbetrug macht uns arm, ist die NPD momentan überall im Lande unterwegs, um die vielen Bürgerproteste vor Ort zu unterstützen und politisch zu flankieren. Unsere Mitarbeiter haben momentan alle Hände voll zu tun, um das Kampagnenmaterial, hauptsächlich Faltblätter und Postkarten, an die Verbände und viele freiwillige Unterstützer zu versenden. Die NPD will klare Grenzen setzen. Die Asylverfahren müssen deutlich beschleunigt werden. Scheinasylanten müssen umgehend abgeschoben werden. Statt Geld sind Sachleistungen auszugeben, um keine finanziellen Anreize für Zuwanderung zu schaffen. Und abgelehnte Asylbewerber, kriminelle Ausländer und Islamisten sind mit einer lebenslangen Wiedereinreisesperre zu belegen. Die politischen Entscheidungsträger an den Schalthebeln in Bund und Ländern brauchen Druck, damit sie die Gesetze ändern. Denn Asylbetrug ist kein Menschenrecht, sondern ein Ärgernis. Asylbetrug gefährdet die Sicherheit und macht uns arm. Mit unserer neuen Kampagne Asylbetrug macht uns arm wollen wir diese Proteste noch stärker unterstützen. Mit Flugblättern, Transparenten und anderen Werbemitteln wollen wir deutlich machen, dass wir mit der herrschenden Asylpolitik nicht einverstanden sind. Alle sind aufgerufen, diese Kampagne in den nächsten Wochen und Monaten aktiv zu unterstützen. Helft mit, um auf die Situation in Deutschland aufmerksam zu machen. Wer wirklich Asyl sucht, wer von Tod und Leid bedroht ist, dem wollen wir gerne helfen. Aber wir sind nicht bereit, die halbe Welt durchzufüttern und Asylschmarotzern hier Geleit zu gewähren.